Und ich hätte gerne eine lila Münze. Aha. Nice. Das lief doch schon mal gut. Kann ich die hier auch kaputt machen? Ne, kann ich nicht. Aber ich kann hier die Antenne kaputt machen. So, und jetzt geht's ab nach da drüben. Warte. Drücke B. Ja, ja. Flammen löschen, ich weiß. Ich will aber keine Flammen löschen. Das war dumm. Ach, dass ich auch immer in den Abgrund springen muss. Huch, da oben steht ein Leben von Dr. Octopus. Stand das da vorher auch schon? Ich glaube nämlich nicht, oder, Freunde? Ja, ja, ich weiß. Hier kommen erstmal wieder 3000 Octobots. Was auch immer ich ihnen getan habe. Lass mich. Ich kann irgendwas zusammenbasteln. Sieht aus wie eine Leitung. Toll, das letzte Teil natürlich vergessen. Ah, klar, jetzt kann der hier hinkommen. Sehr schön. Das mache ich aber gerade mal von Hand. Und dann kriege ich eventuell den blauen Stein hier oben noch. Den da, toll, der nicht mitnimmt automatisch, schade. Hätte ich jetzt super toll gefunden. Aber dann halt nicht. Ach, da oben ist der Octobus. Octobus vor allem. Wer ist der Octobus? Der fährt immer durch die Straßen, Sightseeing-mäßig. Stirb doch einfach. Oh, da oben sind blaue Steine. Wo sitzt denn der Typ da drauf? Vor allem sitzt er da voll lässig, als würde ihn so nichts jucken. Was soll das denn? Ich glaube, es hackt. Runter mit dir, mein Freund. Hallo. Okay, das bringt mir gerade überhaupt gar nichts. Aber irgendwas muss mir das aber. Moment, kann ich den nicht einfach... Warte mal, Idee. Kann ich den nicht... Haha. Affe. Sieht aus wie eine Riesentrompete. Ja, aber ich habe einen Plan. Und der Plan ist gut. Jetzt gehe ich nämlich da hoch, mach da oben irgendwas und freue mich. Pass up. Das funktioniert, wie ich will. So. Ich mache natürlich erstmal wieder alles kaputt. Wie das Superhelden halt so machen. Jetzt kann ich nämlich... Ach. Genau, eine riesen Abrissbirne basteln. Parker, mach deine Arbeit. Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Netdings Interface. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Parker! Parker! Ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Hey Leute! Ich glaube, weil sie Spider-Man bei Avengers so vernachlässigt haben, spielt er jetzt hier eine große Rolle. So als Ausgleich. Damit er nicht allzu traurig ist. Was hängt da denn für ein cooles Poster? Oder Plakat? Na dann, Spidey ist da. Vor allem zufällig so, weißt du? Ganz rein zufällig in der Nähe, also. Gibt's hier noch irgendwas? Moment, ich bin neugierig. Ja, hier gibt es nämlich noch was. Seht ihr? Münzen. Münzen. Und ich kann da rein. Will ich da rein? Wo komme ich denn dann raus? Huch. Jau, macht Sinn. Zack. Okay, das war's. Ich komme jetzt zurück. Habe ich immerhin 3 Steinchen bekommen. Lohnt. Okay, sieht schon mal interessant da drüben aus. Ich hole mir mal gerade Spidey. Ah, ne, Moment. Ich brauche den da. Zack. Oh, Moment.
Ach scheiße. Brauche ich den wieder für. Ist ja schlimm mit dem. Und jetzt wackel und fall um. Pam. Nice. Hallo. Oh, die sind runtergefallen. Was für Idioten. Ach, er ballert so schön durch die Gegend. Das ist viel angenehmer, als sich durch die Gegend zu kloppen. Meine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ja, der Spinnensinn. Den er extra braucht, um irgendwo hochzuklettern. Meine Spinnen sind schon wieder. Schon wieder. Was ist da los? Moment, erstmal muss ich mich um die Spinnen kümmern. Die nerven mich nämlich gerade. Was kann der eigentlich als Spezialattacke? Nichts. Aufs Maul fliegen. Super Spezialattacke. Zack, 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 zack. Sachen kaputt schießen. Ist ja auch schon mal eine gute Sache. Und boxen kann er auch, seht ihr? Okay, was bist du für ein Schalter? Ist das wieder so ein Schalter für schlaue Charaktere? Ja, es ist ein Schalter für schlaue Charaktere. Spidey ist also auch dumm. Hätten wir das auch geklärt. So, Tingelingeling. Ich muss dich hier wahrscheinlich wieder benutzen. Moment. B. Was auch immer ich gerade getan habe. Ach, jetzt könnt ihr hier hochfliegen. Na dann kommt mal hoch, ihr beiden. Nummer 1. Ja, du darfst hier auch gerne hochkommen. Niau. Niau. Die große Frage ist jetzt natürlich... Huch, geil. Ich wollte gerade sagen, die große Frage ist, wie ich hier hochkomme. Aber die hat sich damit auch erledigt. Ich kann ja mich einfach mit den Netzen durch die Gegend schießen, ich Idiot. Ah, da haben wir die Punkte. Aber scheint mir hier oben auch nicht viel zu bringen. So, jetzt brauche ich erstmal einen schlauen Charakter. Du bist dumm, du bist dumm, du bist schlau. Ja, gerade bist du auch extrem dumm. Und zwar brauche ich dich für den Schalter hier. Spidey, mitkommen. Yeah! Cooler Garten und Gegner. Ich hab's geahnt. Ich hab es geahnt. Ich hatte es im Urin quasi. Ich mach erstmal den schönen Rasen kaputt. Kann man den kaputt machen? Ne, man kann hier nur durchlaufen. Okay. Jetzt ist die Frage, das sieht echt großartig aus hier, was es so für mich zu finden gibt. Wir haben hier eine Statue. Ach, eine Captain America Statue sogar, wie ihr seht. Und die leuchtet. Warum leuchtet die? Kann ich hier irgendwas machen? Okay, das kann ich kaputt hauen, klar, aber... der Statue an sich kann ich nichts machen. Nein, nicht hoch. Bleib da unten. Kaputt. Mach dich weg. Blöden Steine, die hier rumliegen. Was soll das denn? Behindern mich bei meiner Arbeit. So. Scheinbar gibt es hier schon mal nichts. Okay, ist das tief? Muss ich hier schwimmen? Okay, schwimmen kann ich auf jeden Fall schon mal. Oh, ein Grill. Gibt's hier Essen? Warum blinkt das hier? Kann ich damit irgendwas machen? Ich will damit was machen. In der Not weiß immer Captain America Bescheid. Aber Moment, ich kann was bauen. Nee, kann ich auch nicht. Ich bin verwirrt. Ah, hier ist Thor. Guck mal. Die Thor-Statue. Ja. Coole Sache. Ich hatte die Hoffnung, okay, irgendwas kann ich hier machen mit den Sachen, aber jetzt gerade noch nicht. Okay. Was wird da jetzt schon wieder? Eine Rakete? Oh Gott, Freunde. Ist das abgefahren. Spidey, ich brauche dich. Moment, erstmal hier unten... Der kann ja gar keine Stampfattacke, ich Idiot. Welchen Knopf hättet ihr denn gerne? Ach, B. Dieser bekloppte Doc macht's aber auch echt unnötig kompliziert. Jetzt hänge ich hier drunter, oder was? Verarsch mich doch nicht. Ich würde mein... Oh, hi. Nein. Alter. Übertreib's halt. Ach, geht das schon wieder los. Achtet mal auf die Poster an der Seite.
unter Drache. Nicht so grausam. Guck mal, rechts der Kameramann im Helikopter. Da ist Deadpool, der Kameramann. Abgefahren. Huch. Haha. Na dann auf ihn. Scheiße. Okay. Nicht gerade angreifen ist schon mal Nummer 1. Wir gucken uns erstmal generell, was es hier gibt, bevor wir irgendwas machen. Weil es sieht unfassbar cool aus. Da ist die goldene Hulk-Statue. Wir müssen irgendwas gegen Doc machen. Ich weiß nur noch nicht ganz was. Aha. Aha, aha, aha. Das ist schon mal ein Anfang. Und da hat der erste Arm schon mal den Geist aufgegeben. Okay, heißt, ich kann jetzt erstmal in Ruhe. Oh, Ruhe ist relativ. Noch mich ein bisschen hier rumschlagen und die Gegend erkunden. Natürlich auch lustig, im Bossfight die Gegend erkunden. Na egal, was muss, das muss. Den Kaugummi-Automaten zerbersten wir noch. Hier ein paar Souvenirs. Kann ja auch nicht schaden, so eine Sonnenbrille. Eine schicke Sonnenbrille für Mr. America. Oder Captain America, das wäre natürlich auch geil. Ich bin schon wieder gestorben. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Wieso hauen die den Arm nicht? Seid ihr behindert? Die sind gerade wirklich behindert. Ah. Der Brückenknoten rein. Schön. Herrlich, Freunde. Oh. Uiuiui. Fette Explosion. Da oben hängt zum Beispiel auch ein Plakat von Magneto. Hinten hängt eins von Thor. Links seht ihr das von Thor, das Plakat. Sau cool. Ganzen Menschen, die hier zugucken. Voll die Schaulustigen. Könnt zwar dabei draufgehen, aber schaulustig passt schon. Einfach zertrampelt hier. Wo ist denn unser lieber Doc? Doc, wo bist du? Ich möchte dir gerne ein paar Backpfeifen geben. Ach, da ist er. Und ich würde gerne hier einmal rüberfliegen. Weil es da nämlich Punkte gibt. Da oben hängt auch noch so ein silbernes, also ein silbernes Männchen. Direkt gegenüber. Was macht er mit dem jetzt? Auch einen Knoten rein? Ne, er haut's einfach auf den Boden. Oh, er hat abgesetzt. Er hat abgesetzt, Freunde. Das war's mit dir. Gib auf, Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Ort. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Ja, geil. Das ist auch noch der grüne Kobold mit am Start. Hammer. Ganzes Spider-Man-Universum ist hier. Wunderbar. Herbie. Ja, haben wir auch kurz gesehen gehabt. Ah, der grüne Kobold wird aber nicht übernommen hier. Der kommt wahrscheinlich noch. Nice. Erstmal ein paar Punkte eingesammelt. 100% hatten wir auch. Davon hatten wir auch sogar einen gefunden. Und einen haben wir leider nicht mitnehmen können. Weil ich da nicht wusste, wie wir da reinkommen. Ich kann mir gerne mal nachschreiben, wie das funktioniert. Und wir machen direkt weiter. Wir haben Dr. Octopus geschnappt, aber den grünen Kobold verloren. Keine Sorge, wir verfolgen ihn. Ziel gefunden. Er geht zum Oscorp-Building. Was sollte der grüne Kobold in einem gänzlich legalen und komplett harmlosen Bürogebäude wie Oscorp wollen? Finden wir es raus. Das wird nicht nötig sein, Mr. Richards. Fantastic. Dr. Richards. Sir. Direktor Fury braucht Sie und Cap im Labor. Wir müssen mehr über diese besonderen Steine und ihre Verwendung herausfinden.
dann machen wir uns mal an die Arbeit. Dringend. Denn große Macht bringt große Verantwortung mit sich. So gut. Der grüne Kobold wurde beim Betreten des Oscorp-Buildings gesehen. Begebt euch dorthin, findet ihn und bringt den kosmischen Stein zurück. Wir müssen wohl unseren eigenen Weg zu Oscorp finden. Nicht einfach bei dem Chaos, das wir hinterlassen haben. Ich mach's natürlich wieder spannend, Freunde. Black Widow und Hawkeye lernen wir dann in der nächsten Folge kennen. Ich gehe mal kurz speichern. Hier konnte man nämlich speichern. Ach, jetzt nicht mehr, dass so alles kaputt ist. Nicht speichern. Ich will aber speichern. Ich suche einfach jetzt gleich einen Speicherpunkt. Freunde, ich verabschiede mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder teilt das Video. Oder lasst einen Kommentar da, freut mich alles. Da macht alles mehr Bock hier. Das aufnimmt alles. Super lustiges Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Und, oh, cooler Bogen auf jeden Fall. Pam! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann noch da rein. Ciao!